Eskimo, he now screams. I'm burning off a gene of everything I used to be. You're my rock and empathy, my team. So come on, let me entertain you. Let me entertain you. Let's shove you to die, so grab a seven alibi. Heaven knows you mama like Moshe. Separate the right and wrong, so come on, sing a different song. Head to six and don't blow Moshe. So come on, let me entertain you. Let me entertain you. Good evening, everybody. My name is not Robbie Williams, but this is my band, VA Sounds from Aaronsburg. Yeah, welcome to our show. Please enjoy and have fun. Look me up in the yellow pages, I would be rock of ages. See new fates in the crazy faces, yeah. Little Bo Peep, it's not same shit. The people fell asleep. The deal was sweet in the crazy street, my dear. You're my kids grown, where the habit you learn. But with a generation, now it's gotta be a. Your time. Yeah.
Vielen Dank. Dankeschön an die Ace Tones von der Basler AG Ahrensburg. Nicht nur ein Ohrenschmaus, sondern auch ein gutes Beispiel dafür, wie sich Unternehmertum ganz neu aufstellt, indem sich nämlich der Vorstandsvorsitzende mit seinen Leuten auf die Bühne stellt und erstmal Musik macht. Die Ace Tones, vielen Dank, später mehr. Tja, meine Damen und Herren, als ob wir uns erst gestern gesehen hätten, ne? Aber es ist dann doch schon wieder ein ganzes Jahr vergangen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Neujahrsempfang Ihrer IHK zu Lübeck. Das Jahr ist auch schon wieder 18 Tage alt. Ich hoffe, Sie als Unternehmer haben die Weichen anständig gestellt. Wenn nicht, dann gibt es heute Abend noch die Möglichkeit, hier und da ein bisschen nachzubessern und am Schräubchen zu drehen. Bevor Sie nämlich sich nachher wieder traditionell am Lapskaus erfreuen und stärken, geht es hier im offiziellen Teil erst einmal darum, wie man das Unternehmertum stärken kann, denn da reicht Lapskaus, so gut es auch schmeckt, leider allein nicht ganz aus. Und Unternehmertum stärken, das ist nicht einfach nur so eine Floskel. Unternehmertum stärken, das ist Teil einer Strategie, die genau hier in Lübeck vor einem Jahr ins Leben gerufen wurde. Und in der Tat, wir brauchen starke Unternehmer. Sie wissen viel, viel besser als ich, wie schnell sich die Rahmenbedingungen in der Wirtschaft ändern. Sie müssen flexibel sein. Sie müssen auf Veränderungen reagieren können. Sie müssen sich neuen Herausforderungen stellen, zum Beispiel denen, die vielleicht schon demnächst aus Amerika zu uns herüberschwappen. Dann gibt es da ja auch noch die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt und. Sie müssen den richtigen Riecher haben, Sie müssen etwas wagen und Sie müssen im Fall der Fälle schnell entscheiden. Aber bei allen Veränderungen in unserer globalisierten digitalen Hightech-Welt, der klassische, ehrbare Kaufmann mit den Werten, für die er steht, hat noch lange nicht ausgedient. Er hat in dieser Welt, die uns manchmal geradezu unberechenbar und orientierungslos vorkommt, eine zunehmend wichtige Rolle. Um in der Seemannssprache hier oben zu bleiben, er ist geradezu ein Anker. Und ja, man muss eben nicht alle Traditionen über Bord werfen. Und mit einer guten alten Tradition wollen wir auch heute Abend nicht brechen. Es begrüßt Sie jetzt zunächst der Gastgeber des heutigen Abends, der IHK-Hauptgeschäftsführer Lars Schöning.